Dieses Video wird präsentiert von Toptables. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Video. Es ist Samstag und seit letzten Mittwoch ist die allerletzte Ausgabe des Warhammer 40.000 Imperium Magazins erhältlich. Mit Ausgabe 90 endet die Reihe und wir bekommen mit dem Ende auf jeden Fall nochmal ordentlich was geboten. Und im Endeffekt war es eine unglaublich tolle Reise. 90 Wochen, jede Woche ein neues Heft, wenn es immer geklappt hat. Ich war ja auch leider nicht immer pünktlich mit meinem Video zum Heft und tatsächlich fehlt mir sogar noch ein komplettes Heft. Und hoffe, dass ich das vielleicht noch irgendwie nachreichen kann oder so. Mal gucken. Jedenfalls gucken wir uns erstmal das Heft an, beziehungsweise die dazugehörige Miniatur. Und dann werde ich noch ein bisschen was so als Abschluss zur Heftreihe sagen. Ein bisschen meine Gedanken sortieren. Und das ist das Modell, was beiliegt auf hier so einer schönen großen Base. Und es ist Illuminas Seras. Ein Charaktermodell der Necrons und das ist mit einem ziemlich großen Preisvorteil verbunden. Bei Games Workshop im Laden oder beziehungsweise im Online-Shop kostet das Modell, ich glaube, 42 Euro. Und mit dem Imperium Magazin bezahlt ihr gerade mal 10,99 Euro. Habt damit einen satten Preisvorteil von 31 Euro gegenüber dem Games Workshop Preis und ich finde das schon ziemlich ordentlich. Und gehört damit auch definitiv zu den Highlights der Heftreihe. Und was man so vom Modell gesehen hat, sieht fantastisch aus. Das habe ich ja auch schon in den ganzen Vorschauen gesagt, die uns in der Heftreihe gezeigt wurden. Und das ist der Gussrahmen. Ich finde das halt immer wieder beachtlich. Ich weiß, es ist ein teures Hobby und ich unterstütze es ja auch. Und ich unterstütze es ja auch irgendwo gerne, weil es mir Spaß macht. Aber man denkt, dass das hier 42 Euro im Laden kostet, finde ich das schon echt heftig. Aber dafür sieht es halt auch schick aus. Und naja, ich würde dazu raten, wenn ihr in Köln seid, schaut beim Toptables vorbei, da bekommt ihr es auf jeden Fall günstiger. Oder schaut online mal, ob ihr da was findet. Aber der Games Workshop-Preis ist halt schon wirklich etwas drüber. Da ist sie, Ausgabe 90. Und wir bekommen Illuminas Seras, Bau und Bemale Seras und das Ende der Kampagne. Und eigentlich hätten wir schon vor 10 Wochen quasi den Abschluss gefeiert. Aber die Heftreihe wurde mittendrin dann um 10 Ausgaben verlängert. Und ich muss sagen, die Verlängerung fand ich auch ziemlich gut. Es wurden in den letzten 10 Ausgaben echt super gute Modelle mitgeliefert. Und aber wie gesagt, das werde ich alles gleich noch mal so ein bisschen aufdrisseln. Gucken wir erst mal das Heft rein und hier sehen wir schon ein bemaltes Exemplar von Illuminas Seras. Und ich finde das Modell unglaublich cool. Ich finde auch diesen Effekt, dass er hier die Essenz, oder die Lebensenergie etc. aus dem Menschen raussaugt und das sich dann so einem Blut- und Gedärmstrudel hier in seinem Stab manifestiert. Oder in seiner Waffe, was es auch an ist. In seiner Hand, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Das scheint so eine Art Extraktor oder sowas zu sein. Ich gucke gerade mal, ob ich das Teil finde und das dann besser einordnen kann. Ich dachte bisher immer, es wäre sein Stab, der die Energie aufsaugt. Aber es ist tatsächlich wohl eine Hand. Spannend. Aber wir gucken gleich mal in der Bauanleitung. Vielleicht sieht man es da besser. Atomarer Energiemanipulator. Faszinierend. Dann hat er hier einen empirischen Überlader. Geisterspeer mit Hyperphasenklingen und rasiermesserscharfe Beine. Dann der Startbucheintrag für den Illuminas Seras. Und hier ist auch schon die Bauanleitung. Und es sieht schon ziemlich komplex aus, wie das gebaut wird. Ach ja, hier sieht man es ein bisschen. Genau, es ist eine Hand mit so einem
Gerät drumherum, Nummer 31. Mal schauen, ob ich sie rausfinde. Aber bin ich jetzt Shell? Ah, hier. 31? Ah, nee, 23. Oh Gott. Ja, da ist es. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, so sieht das dann aufgebaut aus. Ich glaube, da gibt es jetzt auch keine optionalen Dinge, die man machen kann. Das ist alles so drin, wie es dran soll. Und die Bemalanleitung. Auch finde ich auch schon, dass man hier gut gezeigt bekommt, wie man diesen Effekt darstellen kann. Auch hier, wie die Farben gemischt werden. Sehr, sehr praktisch. Und so sieht das dann fertig bemalt aus, wenn ihr euch an dieser Bauanleitung oder dieser Bemalanleitung orientiert. Sieht ziemlich cool aus. Auch hier die hellen Steine finde ich ganz gut. Wäre mir persönlich jetzt ein bisschen zu hell und ein bisschen zu langweilig. Ne? Ihr wisst, ich mag gerne so knallige Neonfarben. So ein bisschen diesen Neon-Noir-Stil und das sieht mir ein bisschen zu langweilig aus. Nicht schlecht, aber mir persönlich ein bisschen zu langweilig. Dann das Datenblatt. Ist jetzt, wie gesagt, ich erwähne es jetzt da jetzt auch nochmal dazu, dass das Datenblatt noch für die 9. Edition. Jetzt heute wurde ja gerade der Codex für die 10. Edition angekündigt und da wird auch ein bisschen was an den Profilwerten geschraubt, denke ich. Und deswegen nur so als Hinweis, dass ihr euch da jetzt nicht wundert, warum das jetzt nicht mit der 10. Edition übereinstimmt. Bewegungsradius 8 Zoll, Kampfgeschick 3 plus, Ballistische Fähigkeit 3 plus, Stärke 6, Widerstand 6, 7 Lebenspunkte, 4 Attacken, Moralwert 10, Rüstungswurf 3 plus. Klingt jetzt erstmal okay-ish. Geisterspeer, Fernkampf 36 Zoll, Sturm W3, Stärke 8, Durchschlag minus 4, Schadenswürfe W6. Das klingt schon mal besser. Aufspießende Beine, Nahkampf, Nahkampf, Träger, Durchschlag minus 2, Schadenswürfe 1. Und jetzt mal, wenn der Träger kämpft, führt er 2 zusätzliche Attacken mit dieser Waffe aus. Das ist auch sehr nett. Geisterspeer, Nahkampf, 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 Träger, Durchschlag minus 4, Schadenswürfe 2. Auch noch ganz nett. Aber ich denke mal, das Highlight werden die Fähigkeiten sein. Rietende Reanimation. In deiner Befehlsphase kannst du eine befreundete Necron-Kerneinheit innerhalb von 6 Zonen dieses Modell wählen. Ein zerstörtes Modell jener Einheit wird reanimiert. Wenn die gewählte Einheit eine Necron-Kriegereinheit ist, werden stattdessen W3 zerstörte Modelle jener Einheit reanimiert. Jede Einheit kann nur einmal pro Phase für diese Fähigkeit gewählt werden. Empirische Überladung Aura. Solange sich eine feindliche Psioniker-Einheit innerhalb von 12 Zonen dieses Modell befindet, erhält sie bei dem ihrer Passivtest Gefahren der Warp, bei dem der Wurf einen Pasch erhält, enthält statt nur bei Doppel 1 oder Doppel 6. Das ist auch schon mal ganz nett. Atemarer Energiemanipulator. Wenn dieses Modell in der Nahkampfphase ein oder mehrere feindliche Modelle zerstört, kannst du am Ende jener Phase seine Fähigkeit mit mechanischen Verbesserungen wie am Ende deiner Bewegungsphase einsetzen. Und das ist die Fähigkeit, die hier kommt. Am Ende deiner Bewegungsphase kannst du eine befreundete Necron-Kerneinheit innerhalb von 6 Zonen dieses Modell wählen. Wenn du dies tust, würfel mit einem W6 auf W3 auf der folgenden Tabelle. Bei 1 addiere bis zum Ende der Schlacht 1 auf den Stärkewert der Modelle der gewählten Einheit. 2 addiere bis zum Ende der Schlacht 1 auf den Widerstandswert der Modelle der gewählten Einheit. Und 3 verbessere bis zum Ende der Schlacht die ballistische Fähigkeit der Modelle der gewählten Einheit um 1. Jede Einheit kann nur einmal pro Schlacht für diese Fähigkeit gewählt werden. Und Illuminor, dieses Modell kann seine Fähigkeit Rietender Reanimation ein zusätzliches Mal pro Zug einsetzen. Also sehr, sehr cooles Charaktermodell. Und hier werden dann auch nochmal die Fähigkeiten erklärt. Und die letzte Mission, Angriff auf den Pylon. Und hier wird mit 85 Machtpunkten auf Seiten der Necrons und 100 Punkte auf Seiten des Imperiums gespielt. Also wird etwas größer,
wird auf allen vier Matten gespielt. Und da wird, glaube ich, einfach gefühlt alles aufs Feld geschmissen, was man im Laufe der Reihe bekommen hat. Ja, dann hier noch ein kleines Bild. Und hier strahlt uns dann jetzt keine Aussicht auf die nächste Ausgabe an, sondern Gratulation, du hast deine Warhammer 40.000 Imperium-Sammlung abgeschlossen und die ersten Schritte in die weite Welt des Warhammer-Hobbys unternommen. Eine spannende Zukunft rund um Sammeln, Bemalen und Spielen liegt vor dir. Und ja, das war's. 90 Ausgaben haben es zum Ende gefunden. Und im Endeffekt muss ich sagen, ich bin immer noch begeistert. Man hat, finde ich, einiges besser gemacht als noch zu Conquest-Zeiten. Es gab genug Produkte. Man war jetzt auch nicht von der Pandemie so eingeschränkt, wie es jetzt bei Conquest der Fall war. Die Hefte finde ich übersichtlicher, besser strukturiert, mehr Inhalte. Auch das Plus mit 10 Ausgaben mehr und die 10 Ausgaben sind prall gefüllt mit Miniaturen, fand ich auch super gut. Und im Prinzip auch die Preissteigerung in der ungefähr Mitte, nein, nicht ganz, aber im Laufe der Reihe von 10 Euro auf 11 Euro knapp, finde ich absolut in Ordnung und gerechtfertigt. Und gemessen an den Preisvorteilen hat man immer noch einen sehr guten, ein sehr gutes Plus gemacht quasi. Und ein bisschen schade ist jetzt, dass ich mittwochs jetzt mir was anderes überlegen muss. Was heißt denn muss? Ich will euch ja ein bisschen auch was bieten. Und ist ein bisschen schade halt natürlich, dass damit jetzt für mich so ein bisschen so meine Mittwochsbeschäftigung weggefallen ist, wenn es denn auch mal Mittwoch war. Jetzt heute habe ich mir einfach überlegt, dass es Sinn macht, das jetzt am Samstag zu machen, weil ich Zeit habe. Ich hatte Mittwoch gearbeitet und das war alles ein bisschen stressig geworden. Und so hat das jetzt für mich ganz gut gepasst. Und was bleibt mir noch zu sagen? Also Necrons fand ich jetzt auch ganz gut. Habe mich jetzt doch dagegen entschieden, Necrons zu spielen. Ich habe mich dann, als Imperium rauskam, ein bisschen mit Necrons beschäftigt. Kam aber für mich da jetzt nicht so richtig rein. Und muss halt da für mich eingestehen, dass ich schon eh genug Armeen habe und spiele. Deswegen wird mein Fokus in der Zukunft wohl eher auf Space Marines in Form der Dark Angels bzw. meinem selbst kreierten Nachfolgeorden. Dann die Drukhari, die ich auch weiterhin spielen möchte. Tyranniden sind ja für mich dann auch durch die Leviathan-Box wieder sehr interessant geworden und die habe ich damals schon sehr gerne gespielt und das war jetzt für mich ein super Einstieg in die Armee wieder reinzufinden. Chaos Space Marines, da warte ich jetzt erstmal ab, wie es sich rund um die Emperor's Children entwickeln wird. Es gibt ja Gerüchte, dass sie jetzt in der 10. Edition ihren eigenen Kodex bekommen sollen. Und dann wäre es auch für mich eine Armee, die ich gerne wieder spielen möchte. Aber ich habe mich so geärgert, als ich mir dann so ein Resin-Upgrade-Kit geholt habe und das noch an die alten Miniaturen getackert habe. An den neuen Space Marines war es okay, Chaos Space Marines war es okay, aber hat mich jetzt auch nicht so vom Sockel gehauen und ich weiß nicht, also es hat sich, als ich dann gesehen habe, was die Thousand Sons hatten, was die Korn hatten, Volt Eaters hatten, was die Death Guard hatte, also das war für mich dann so Neid. Muss ich ganz klar natürlich auch gestehen, aber mir haben die Emperor's Children da auch einfach nicht so viel Spaß gemacht, weil es halt für mich irgendwie schade war, dass die nicht so viel Liebe abbekommen haben wie die anderen Chaos-Gottheiten und weiß ich nicht, hat mich dann so ein bisschen zurückgeworfen und in dem Kontext, dass ich schon genug andere Armeen habe, dann auch für mich die Entscheidung treffen lassen, dass ich dann mit Chaos Space Marines bzw. Emperor's Children noch ein bisschen warten werde. Und ich habe ja auch noch Warhammer Age of Sigmar, da warten meine
Slanesh Hello Nights auch immer noch auf ein bisschen mehr Liebe meinerseits tatsächlich. Die haben ja unglaublich tolle Produkte bekommen in den letzten Jahren. Dann wollte ich gucken, es kommt jetzt nächste Woche Samstag die neue Version von Warner Underworlds raus. Death Gorge war das, glaube ich. Die werde ich mir holen. Da wird es auch ein bisschen Content zu geben. Ich habe hier immer noch eine Blitzbowl-Box, die ich schon ansatzweise abgefilmt habe. Mal gucken, ob ich das Video noch endlich mal fertig machen werde. Und gucken, dass ich da halt auch einfach ein bisschen Warhammer-Content aufrechterhalte. Und solange halt auch keine Daten vorliegen für einen deutschen Release von Stormbringer. In Spanien ist es jetzt, glaube ich, schon gestartet oder wird jetzt starten. Ich weiß nicht mehr genau. Und ja, für Deutschland gibt es keinen Termin. Es besteht immer noch die Chance, dass es im Januar starten könnte, wobei da wahrscheinlich auch die Möglichkeit ist, dass es sich dann mit einer neuen Edition von Warhammer Age of Sigmar überschneiden würde. Ich hoffe nicht. Ich glaube, die dritte Edition von Age of Sigmar ist jetzt auch noch relativ neu. Ich habe mir erst vor ein paar Monaten den Slaanesh, das Battletome geholt. Also meinetwegen dürfte man gerne noch ein bisschen mit der nächsten Age of Sigmar Edition warten. Ich sehe jetzt gerade auch noch nicht so den krassen Verbesserungsbedarf. Deswegen hoffe ich, dass Stormbringer vielleicht im Januar in Deutschland starten könnte. Und sonst bin ich mal gespannt, wie es mit der 40k-Nachfolgereihe von Imperium aussehen konnte. Ich denke, das ist dann offensichtlich, dass man da auf Space Marines gegen Tyrannien setzen wird. Und da würde ich mich definitiv drüber freuen. Sehe da auf jeden Fall Potenzial für und da heißt es dann abwarten. Ich denke, das wird dann frühestens auch... wann kam das jetzt in Amerika raus? Oder Großbritannien? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Ich glaube, circa ein halbes Jahr vor Deutschland. Und das war Januar 22. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie lang der Abstand zu Conquest war. Wenn ich die Daten nochmal finde auf die Schnelle, blende ich es euch nochmal ein. Und sonst werde ich halt gucken, dass ich ab und zu mal so Prognosevideos mache mit neuesten Erkenntnissen und Entwicklungen in anderen Ländern. Und mal gucken. Weihnachtszeit beginnt ja bald und dann gibt es auch ein bisschen Spekulatius rund um Warhammer Heft rein. Was kann ich sagen? Ich bin nach wie vor begeistert. Überlege immer noch, ob ich bei einer potenziell dritten Reihe dann auch auf das Abo setze oder ich mir das wieder halt Woche für Woche selber holen werde. Das war zuletzt ein bisschen stressig, weil ich umgezogen bin innerhalb von Köln und der Zeitschriftenladen, wo ich das immer geholt habe, jetzt nicht mehr so nah ist wie früher. Und ich habe so einen Zeitschriftenladen jetzt auch hier in der Nähe, aber ich weiß nicht, ob die sowas führen oder auch, ob die das für mich bestellen könnten. Da warte ich halt mal ab, ob da jetzt sowas angekündigt wird und dann werde ich das mal in Erfahrung bringen. Sollten die sagen, nur können sie nicht irgendwie bestellen, dann ist es so und dann werde ich wohl aufs Abo zurückgreifen und mal gucken. Jedenfalls war es jetzt die letzte Ausgabe Imperium. Ich bedanke mich bei euch von ganzem Herzen, dass ihr über 90 Ausgaben bei mir geblieben seid. Dass ihr auch wahrscheinlich im Laufe der Heftreihe dann auch auf den Kanal gestoßen seid und hier geblieben seid. Und dafür ein großes, großes Dankeschön. Und ich hoffe und freue mich jetzt schon mal voraus auf die nächste Reihe, weil ich denke, es wird bestimmt noch was kommen. Die Heftreihe ist ein voller Erfolg. Und ich kann nicht vorstellen, dass sich das Games Workshop und der Verlag entgehen lassen werden. Und sobald es was Neues zu hören gibt, rund um das Thema Sammelreihen von Warhammer, werde ich euch dazu was sagen. Das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, ist, wie gesagt, Dankeschön. Und sonst folgt mir auf Instagram,
auf Facebook, auf Threads oder auf Blue Sky. Die Links sind hier alle hier unten in der Videoinfo. Und sonst kommt gerne auf den Discord-Server. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr auch immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn es was Neues gibt. Ich bin jetzt erstmal raus. Wünsche euch ein tolles Wochenende und bis zum nächsten Mal. Euch hat das Video gefallen? Dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und falls noch nicht geschehen, abonniert doch gerne den Kanal. Außerdem könnt ihr auch gerne mal auf meine Social-Media-Kanäle schauen. Und wenn euch nach Gemeinschaft ist, schaut gerne auf unseren Discord-Server vorbei und tretet mit vielen anderen Menschen in Kontakt. Die Links dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!